Herzlich willkommen zu Playa de Palma Kompakt. Tag und Nacht am Ballermann. Wir sind Playa Olica, Malle jedes Jahr. Heute ist Mittwoch, der 10. Juli 2024. Wir sind wieder unterwegs auf Mallorca an der Playa de Palma bei rund 29 Grad. Blauer Himmel, bisschen Wind, angenehm, auch wenn es ein bisschen schwitzig ist. Und die nächsten Tage wird es immer wieder so ein kleines bisschen wärmer. Und nächste Woche haben wir so 33, 34 Grad. Ja, jetzt haben wir Tag 1 nach dem Spiel gestern. Spanien gegen Frankreich. 2:1 haben die Spanier gewonnen. Stehen so mit dem Finale. Und dann schauen wir mal, wer ins Finale einzieht heute. Bei England gegen Niederlande. Beziehungsweise Niederlande gegen England. So rum heißt es, glaube ich, richtig heute. Ja, kommen wir doch direkt mal am Anfang zu einem ernsteren Thema, was mich betrifft. Und zwar, ab heute gilt bei mir kein Alkohol mehr. Ich habe die Schnauze voll vom Saufen, ehrlich gesagt. Das muss nicht sein. Also, kleiner Review von meinen letzten Jahren. Also so ungefähr vor 7 Jahren habe ich mal komplett aufgehört zu trinken. Das habe ich dann 5 Jahre durchgezogen. Hier in der Playa habe ich dann irgendwann wieder angefangen. Aber jetzt ist Zeit, mal wieder einen Cut zu machen. Ich denke mal, das kriege ich auch hin. Ich habe damals einfach von jetzt auf gleich gesagt, Feierabend. Und das hat auch funktioniert. Ich hatte kein Verlangen nach Alkohol. Habe dann noch teilweise alkoholfreies Bier getrunken. Das kann man auch sehr gut trinken. Und das machen wir jetzt wieder. Also ab heute gibt es für mich keinen Alkohol mehr. Daumen drücken, dass es funktioniert, aber ich glaube dran. Ich weiß, wie es funktioniert, habe es schon mal geschafft und so gehen wir das jetzt die nächsten Tage, Wochen, Monate und ja, vielleicht sogar Jahre an. Ich will nicht sagen, dass ich nie wieder Alkohol trinke, aber es ist an der Zeit, mal komplett aufzuhören. Gut, das zu mir. Jetzt geht es mal Richtung Auftritte. Was haben wir heute an Auftritten im Bierkönig? Und zwar einmal die Zippelbuben, der Dirk, dann Caro Winter, Olli P., der Partycrasher, Francie, im Megapark Samu, Glue Boys, Marc Eggers und HBZ. Und die MK Arena hat Karaoke Party. Am Oberbayern laufen wir gleich mal vorbei. Ich bin nämlich auf dem Weg Richtung Arenal. Erstmal zu meiner Steuerberaterin. Hier muss man ja alle 3 Monate seine Steuererklärung machen, als selbstständiger Autonomo. Und dann geht es nochmal weiter Richtung Strand von Arenal, Ballermann 0. Vielleicht laufen wir nochmal kurz um den Hafen rum und schauen, was da so los ist. Jo. Sonst gibt es gerade eigentlich nichts zu berichten. Außer mir fällt es wieder ein, wenn ich unterwegs rumlaufe. Dann quatsche ich ja manchmal auch ein bisschen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Grüße gehen raus an alle. Und wir laufen jetzt mal Richtung Arenal. Ja, für alle, die sich fragen, wie es meiner Katze Hennes geht. Hennes geht's gut. Ich wollte euch eigentlich gestern schon ins Video was reinschneiden, habe ich aber vergessen. Deswegen kommt es dann heute hinten rein. Jetzt gerade Höhe Ballermann 8. Strand ist ganz gut besucht. Thank you.
Thank you.
So, wen haben wir denn hier in Oberbayern? Schauen wir doch mal. Melanie Müller. Markus Becker, Stefan Stürmer. Gut, also Stefan Stürmer, Markus Becker und Melanie Müller. Hallo, Mahlzeit.
hier ist schon alles in Oranje geschmückt für heute Abend. Mal gucken, ob ich heute Abend wieder nach Arenal gehe. Ich war ja beim letzten Spiel, war ich ja hinten Höhe Ballermann 1. Mal schauen, wie es zeitlich heute passt. So, und dann wären wir jetzt auch hier erstmal angekommen. Ich gehe mal kurz zu meiner Steuerberaterin und dann gehen wir gleich weiter Richtung Arenal. So, alles erledigt. Muss die Tage da nochmal hin, weil die macht es halt alles fertig und dann muss man dann halt auch ein bisschen die Steuerberaterin bezahlen. Ne? Deswegen wird es, ich schätze mal Montag oder Dienstag muss ich ja nochmal hin. Und dann geht es jetzt weiter nach Arenal. Ja, ich denke mal, hier wird es heute Abend wieder voll werden, so wie beim letzten Spiel. Yeah.
get this cash off from all these fuckers. Ja, gehen wir doch mal komplett durch hier am Hafen vorbei. Und dann zeige ich euch was, was ihr eventuell noch nicht kennt. Also ich schätze mal, die meisten, die meine Videos gucken, werden es nicht kennen. Yeah.
Tamara lo llevaba yo. Also nicht das wollte ich euch zeigen, okay, das wollte ich euch auch zeigen, aber das, was ich euch zeigen will, dafür müssen wir hier noch mal ein bisschen rumgehen. Da, hier haben wir auch noch einen kleinen Strand. Ja, im Winter sah das hier alles ganz anders aus. Da war der ganze Strand voll mit Algen und Seegras. Das war doch ziemlich ekelhaft, hat gestunken. Aber wie ihr seht, mittlerweile kann man hier auch wieder an den Strand. Vielleicht ein kleiner Tipp für alle, die hier in der Ecke wohnen oder beziehungsweise Hotel haben und ja, das noch nicht kannten. Ich gehe jetzt wieder Richtung nach Hause. Wir machen hier einen Break und dann schauen wir mal, was wir heute sonst noch so veranstalten. Also, bis später. 20.53 Uhr, so langsam geht es Richtung Anpfiff. Wir laufen mal hier vom Roadhouse rüber bis zum Ballermann 1. Ja.
Koesester. Met drie goals, Tony Gakpo, Wiel, van hem af vanuit de haven. Het is gestopt met Heren. Het is nu zelfs een drie. Ja, mein Fehler. Eigentlich wollte ich die Hymne mitbekommen, aber hätte eigentlich hinten stehen bleiben müssen. Shit happens. Ja, ich finde, es ist sogar noch mal eine Ecke voller wie letztes Mal beim Spiel.
So, 1:0 für die Niederlande. Die Sonne ist auch so gut wie weg. So, wir haben jetzt gerade die 60. Spielminute, steht 1:1. Wir sind auf dem Weg ins Latino, den Rest gucken. Und hier im Park lag ja die Tage schon was rum und jetzt wissen wir auch was. Das ist natürlich schwer zu sehen, weil es dunkel ist, aber es ist eine Hüpfburg. Ich gehe mal rum, vielleicht sieht man dann besser was. Naja, also das Licht blendet zu sehr. Ich glaube, das sieht man jetzt nicht viel. Aber werde ich euch dann morgen oder die Tage präsentieren. Jetzt geht es Latino. Von da aus geht es nach Hause. Ja, so ist zumindest jetzt der aktuelle Plan. Ja, 23:18, England steht im Finale, am Ende noch das Tor geschossen. Damit sehen wir dann am Sonntag Spanien gegen England. Das werde ich mir sehr wahrscheinlich in Arenal angucken, Höhe Ballermann 2, da haben wir jetzt einen Tisch reserviert. Da kann man draußen sitzen, da bin ich mal gespannt, was da los ist, ob da ein paar Spanier rum sind. Ja, ich wollte eigentlich nach Palma fahren, aber man weiß halt nicht, ob man dann von Palma zurückkommt, wenn es so lange dauert. Ich habe gehört, mit der Taxisituation ist es ein bisschen schwierig. Aber ja, in Arenal Fußball gucken. Kann auch interessant werden, vor allem wenn die Spanier gewinnen, dann wird mit Sicherheit einiges los sein. Ja, jetzt geht's nach Hause, mal ein bisschen was essen und dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische zu Playa de Palma Kompakt, Tag und Nacht am Ballermann. Und ich habe meinen ersten Tag ohne Alkohol überstanden. Also Tag 1, check, bis morgen, adios und tschüss. So, da werden wir zu Hause und der Hennis, was macht er? Er schläft im Waschbecken. Ja, schlaf gut, mein Kleiner. Schlaf gut. Gute Nacht. Ja, schlaf gut. Oh, da fängt er an zu schnurren. Da fängt er an zu schnurren. Ich glaube, das könnt ihr hören, ne? Der Hennis schläft und schnurrt im Waschbecken. Hm.